Einen schönen Juten, meine Hede-Freunde und Agrarwissenschaftler. Ja, ich habe mir jetzt mal so ein kleines Projekt vorgenommen, und zwar werden wir so zwischen 3 und 4 Teile ungefähr machen übers Derby. Wie werde ich schnell fertig im Derby, beziehungsweise mit der Gemeinschaft zusammen, wie erreiche ich einen Goldpokal und was muss ich dafür tun, sprich Vorbereitung, was muss ich vorbereiten, wie stelle ich das am besten an, das wollen wir hier alles so ein bisschen auseinanderklamüsern. Ich gebe euch da mal so ein paar Tipps, sind nicht bindend, aber ich bin da eigentlich mit immer relativ gut gefahren. Ja, dann fangen wir gleich mal heute an mit Teil 1, und zwar, wie bereite ich die Stadt vor? Dafür werden wir gleich mal in die Stadt reingehen. Und zwar gibt es, da ist nicht die Stadt, da haben wir sie. Und zwar gibt es natürlich Möglichkeiten, etliche. Am schnellsten ist natürlich eine Stadtvorbereitung. Ich fange da meistens immer schon ein bisschen Samstagabend, Sonntag an, schon mal Leute herzuholen. Ich habe ja schon mal ein Video darüber gemacht. Bei mir ist das immer unterschiedlich, je nachdem, was ich da so kriege von den Nachbarn. Aber ich stelle mir immer auf jeden Fall 7 bis 8 Leute muss ich haben, dass ich, wenn ich eine Aufgabe habe, zum Beispiel den Muskelprott, zum Beispiel die Tänzerin oder den Großmeister oder wie auch immer, da brauche ich 9 Mal. Das heißt, 7 oder 8 Mal habe ich auf jeden Fall, damit bin ich gut vorbereitet und brauche dann vielleicht von den Nachbarn, je nachdem wie groß natürlich eure Gruppe ist, je größer die ist, desto besser ist natürlich abzuholen von den Bahnhöfen. Wenn ihr nur mit 2 Mann spielt, könnte das knapp sein, dann würde ich doch lieber 9 vorbereiten. Aber wenn ihr, so wie hier bei uns in der Gruppe, viele seid über 20, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele im Moment drin sind, 26 Leute, da dürfte das kein Problem sein, da vielleicht 1, 2 Leute nochmal holen. Aber ihr müsst natürlich vorbereitet sein. Es dauert natürlich ewig lange, wenn ihr zum Beispiel den Muskelprott annimmt und habt überhaupt gar keinen. Und müsst ihr dann überall rausklamüsern und sowas, haut dich hin, das dauert Zeit. Also wenn ich den natürlich auf 9 Mal vorbereitet habe, ist das natürlich richtig genial. Zack, Aufgabe innerhalb, unterhalb einer Minute, fertig. So, es gibt immer noch die Fragen, wie hole ich denn überhaupt Leute ab? Kann ich von unterschiedlichen Spielern die Leute abholen? Ja, kann man, aber die müssen alle in einer Gemeinschaft sein. Das heißt, ich gehe hier unten auf diesen Zug drauf und dann sehe ich alle, die rausgestellt haben. Ich gehe mal kurz nach Dutt rein, hole da ab. Ich mache zum Beispiel den Großmeister, den Kraftprotz, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ist auch in einigen Korbaufgaben mit drin, den mache ich auf jeden Fall, hole ich den ab. Dann hole ich hier den Mechaniker und hier haben wir zum Beispiel den Einheimischen, hole ich ab. Jetzt will ich natürlich, ich kann 10 haben, 6 habe ich nur drin, also ich hole natürlich volles Pfund ab, gehe hier unten rechts auf den Zug, klicke drauf und habe wieder die einzelnen Farben. Jetzt gehe ich zum Beispiel nach Markus rein. Zack, gucke der, klicke auf den Bahnhof und gucke, was der drin hat. Der hat natürlich den Muskelprott. Protz hole ich 2 Mal ab. Fehlen kann mich immer noch 2 Mal abhören. Gehe wieder unten rechts auf den Zug. Gehe zum Beispiel nach Morina rein. Klicke auf den Bahnhof, gucke dann, da ist auch der Muskelprotz. Und ich suche jetzt nochmal ein. Ich klicke wieder drauf auf den Zug, kann wieder. Ich gehe nach Mimis Farm rein. Gucke da, da interessiert mich gar nichts, brauche ich auch nichts nehmen. Ich klicke wieder auf den Zug unten rechts drauf. Gucke bei Nada rein. Hat einen Mechaniker, hat sie drin. Komm, nehmen wir mal mit. Im Übrigen, ihr könnt natürlich auch nicht nur einzelne Personen nehmen, auch einzelne Gebäude. Wie ihr seht, haben wir hier nochmal die Pension, ist das glaube ich, ne? 2 Mal drin, sieht man immer schön. Ich klicke nochmal auf den Zug. Wir gucken hier nochmal bei Buller rein. Bullerbö, danke.
Jetzt geht's leider nicht. Okay, wenn ich diesen vollen Zug jetzt nach Hause haben möchte, gehe ich unten links auf das Zugsymbol und zack, komme in meinen Heimathafen und da bin ich, warte ich, bis der Zug gekommen ist. Wie ihr seht, ihr könnt auch natürlich einzelne Gebäude zusammensuchen. Ist natürlich, kann man auch vorbereiten. Habe ich auch schon mal gemacht, dass ich hier die Pension oder Souvenirladen, jeweils 16 Stück und sowas, oder hier die was ist das hier? Ach, jetzt habe ich draufgeklickt. Eine Kurbad. Alles im Rahmen des Möglichen kann man alles zusammen sammeln. Ich verlinke euch natürlich unter dem Video nochmal Heyday Café. Da sind diese ganzen Aufgaben, alles, die im Derby vorkommen, sind da nochmal aufgelistet. Wie viel ihr von was braucht, könnt ihr alles nochmal nachlesen. Verlinke ich da unten nochmal. So, jetzt sind die natürlich angekommen. Jetzt wollen wir die natürlich auch bedienen. Der Zug, habe ich ja gerade gesehen, ist bei mir auch angekommen, damit andere Leute natürlich auch von mir holen können, schmeiße ich die meistens immer weg. Außer ich kann was gebrauchen, auch nur zweimal, was ich dann vielleicht sammeln würde. Nee, hier ist nichts dabei. Weil die müsste ich ja zweimal bedienen, dreimal bedienen, das dauert mir alles viel zu lange. Und wenn ich im Derby bin und ein, zwei Leute holen muss, mache ich garantiert nicht sowas hier, da hole ich die von Nachbarn ab, weil ich muss die einmal bedienen. So, den Rest schicke ich alles weg. Für die anderen, so, ja, wie bedient wird, brauche ich euch ja eigentlich nicht mehr zu zeigen, ne? Ich mache das alles übers Rathaus hier, damit steuere ich das auch am besten. Ja, und am besten ist natürlich in der Stadt, ihr müsst den Zug ausgebaut haben. Ich habe eine komplett ausgebaut. Ich kann 10 Mann holen und jede anderthalb Stunden kann ich Leute holen. Das ist auf jeden Fall ist das wirklich wichtig, dass ihr diesen Zug und den Bahnhof hier ausbaut. Dass ihr viele Leute holen könnt, bis zu 10 Mann, den Zug bis zu 10 Mann und wirklich die Zeit schnell rum ist. Also, dass ich nach anderthalb Stunden wieder mal irgendwo rumdödeln kann, wieder Leute abholen kann. Es gibt ja auch Zugaufgaben. 23 mal Zug nehme und muss dann wahrscheinlich, sammle ich wieder ein, dass ich wieder 23 Leute habe, 42 Mann ist maximal, dass ich vielleicht die nächste Zugaufgabe, ruckzuck ist die fertig. Damit zum Beispiel den Zug hätte ich dann zum Beispiel einmal und hätte vielleicht noch irgendwen, was weiß ich, den Großmeister einmal, zack, dann hätte ich innerhalb von 5 Minuten habe ich 2 Aufgaben fertig. Das ist schon ein Riesenerfolg. So, des Weiteren gibt es natürlich auch die Freundesaufgabe und die Bestellaufgabe. Und da ist auch jeweils 13 Mal Zug drin. Also lohnt sich auf jeden Fall, die Stadt komplett fertig zu machen. Außer beim Mystery Derby. Beim Mystery Derby sollte natürlich irgendwas so ein bisschen frei sein. Ich kann natürlich, jetzt habe ich es natürlich alle weggeschickt, die Leute, wenn ich zum Beispiel irgendwie das Kurbad mache oder sowas, dann warte ich natürlich gerne auf den Zug. Das ist ja, man geht in diese Richtung und man geht in diese Richtung. Man muss sich entscheiden. Kann man natürlich auch sagen, ich bereite nur 2 feste Leute vor. Also 18 Leute. Das heißt 9 mal die Dame, 9 mal die Tänzerin. Den Rest lasse ich alles vom Zug in der Stadt, um dann schnell vielleicht nochmal eine Kurbadaufgabe machen. Oder ich bereite den Kurbad vor, hab da 10 Mal und hab den Pension 10 Mal und warte nur noch auf den Rest, der da vom Zug kommt. Weil dann, wenn ich dann 3 Mal bedienen muss, macht das Sinn. Ich hoffe, ihr versteht nicht, was ich meine. Aber es ist, ja, es ist kompliziert. Ich gehe eine Richtung und muss dann auf diese Aufgaben warten. Das ist nun mal Fakt, ich kann nicht alles vorbereiten. Das geht nicht. Man muss auswählen, was man vorbereitet und dann auch diese Aufgaben wählen. Oder warten. Aber man sollte vorbereiten. Also wenn ihr wirklich auf Goldpokal spielen und sowas, solltet ihr vorbereiten. Das wäre soweit alles zur Stadt. Ja, Zug. Auf jeden Fall, ich mache, wenn ihr mich jetzt persönlich fragt, ich bereite immer Leute vor. Wie gesagt, 7, 8 Stück. Dann habe ich immer noch so ein bisschen Auswahl und kann da irgendwo anders nochmal so 2, 1, 2 Leute holen.
die stehen immer draußen. Und damit habe ich dann auch eine Aufgabe fertig, beziehungsweise einen Zug kann ich sofort fertig machen. Oder hier halt natürlich die Freunde-Aufgabe. Die Freunde beinhaltet 15 mal Hilfe, 13 mal den Zug und dann 112 mal füttern. Auch eine schöne Aufgabe. Kann man auch machen. Füttern ist ja auch natürlich hier die Tiere. Kann man schön gut füttern. Man sollte vielleicht ein bisschen Material im Petto haben, also Tierfutter. Dann gibt es dann natürlich die Bestellaufgabe. 16 mal LKW sollte man natürlich auch. Die Wand sollte man immer voll haben, dass man sie bedienen kann. Was man nicht bedienen kann, löschen. Soweit, dass es fertig ist. Ich sehe heute gerade, heute ist ja natürlich auch LKW, doppelte EPs. Das muss man natürlich auch mitnehmen, aber jedenfalls 16 mal den LKW, 2 mal das Schiff, sollte man natürlich schon das Schiff stehen haben und natürlich auch voll bzw. fragen. Und dann braucht man auch 13 mal den Zug, auch eine schöne Aufgabe. Wenn man keine Dias einsetzt, dauern die ja natürlich 4 Stunden, bis das nächste Boot kommt. Aber man kann es natürlich auch beschleunigen mit Diamanten, jeden selbst überlassen. Aber wenn ihr viele seid, würde ich eigentlich warten, ist eigentlich eine schöne Aufgabe. Bei uns, hier haben wir den Muskelprotz, 9-mal. Hier haben wir zum Beispiel die Lehrerin, auch 9-mal. Hier haben wir den Händler. Was ich gesagt habe, alles schön. LKW kann man natürlich auch, wird von mir gerne genommen, 32-mal den LKW bestücken. Natürlich auch die Mine. Mine, Sprengmaterial solltet ihr eigentlich immer horten. Ich habe immer so um die 100 Stück rum, reicht. Im Prinzip könnte ich das ganze Derby nur mit Mine machen. Eieraufgabe, das sind alles so, wir haben hier alle schöne Sammelaufgaben, das sind die Körbe. Hier zum Beispiel die Bestellaufgabe, was ich eben gerade sagte. Eigentlich auch ruckzuck, beziehungsweise aufs Boot muss man warten. Nach den anderen, nach den LKW kann man fragen und Zug sollte man dann schon fertig haben. Wir sind heute sowieso, Donnerstag heute Morgen, sind wir fertig gewesen. Der letzte auch. Ich war Mittwochmittag war ich fertig gewesen. Gut vorbereitet, zack. Also ich brauche nicht länger als Mittwochabend, außer es ist Mystery Derby oder das Blütenderby, was natürlich besondere Derbys sind. Aber normale Derbys bin ich ruckzuck fertig. Ja, das soll's für den ersten Teil gewesen sein. Das war die Stadt. Wie ich sie vorbereite, was man machen kann. Ich hoffe, es war hilfreich. Es war hilfreich für die Gemeinschaft, dass vielleicht die eine und die andere Gemeinschaft auch mal Goldpokal bekommt, wie bei uns, weil wir sind ersten Platz. Und guck mal, wir sind alle gut vorbereitet gewesen und das ging nur ruckzuck, ruckzuck. Und es muss natürlich gelöscht werden. Die großen Aufgaben, so wie Wolle, was lange aufhält, braucht keiner, macht keiner, werden sofort gelöscht. Aufgaben, die länger stehen bleiben, 2-3 Löschrunden, werden weggenommen. Die macht keiner, hat keiner vorbereitet, kommen die weg. Da wird nicht groß rumgefragt, die kommt weg. So muss das laufen und dann ruckzuck hat man auch den ersten Platz. So, auf jeden Fall soll es das gewesen sein. Wie immer, ich wünsche euch ein schönes Leben. Euer Onkel Jens.